Willkommen zu meiner Shoppingbestellung. Wie ihr schon lesen konntet, habe ich was bestellt, und zwar bei der lieben Fimo-Tinker auf der Seite Fimo-Tinker. So, da habe ich ein Craft-Update gesehen und habe mich in zwei Sachen mega verliebt und hatte sie mir dann gleich über ihren Shop bestellt. Ich werde ihren Kanal in der Infobox verlinken. Da könnt ihr dann gerne mal raufgehen, und da sind die Shops eigentlich auch immer mit in ihre Infoboxen mit drinne. Ich habe schon mal den Rundum abgemacht, habe schon mal aufgemacht, habe aber noch nicht reingeguckt. Ich habe nur mitbekommen, dass es da drinnen total lecker riecht. Und dann werden wir jetzt mal zusammen einen Blick reinschmeißen. Oha. Eieieiei. Das ist ein Squishy. Wartet mal, ich lege mal beiseite. Oh, der riecht ja richtig krass. Ah, komm, also gut. Oh, der riecht total. Das ist ein Squishy. Richtig cool. Und der riecht so ein bisschen nach Weichspüler. Aber irgendwie auch nach Nuss. So, ich melde mich zurück mit mit meinem Shopping-Ergebnis. Ich hatte ja schon diesen Squishy rausgelegt oder rausgenommen, der so mega interessant riecht, und die Form hat von einer, wie heißen die, Erdnuss, glaube ich. Genau, Erdnuss. Dann halte ich euch mal aus, die süß, die Tüte for you. Dann halte ich euch mal ihren, ne? Ich mal gucken, ihren, ihre Karte ins Bild, und zwar Fimo Tinkers Werkstatt. Und da unten steht dann alles drauf, wo ihr sie finden könnt. Und ihr YouTube-Kanal werde ich auch in der Infobox verlinken. Das ist auch mega süß. Und zwar hat sie mir hier so ein Papier eingepackt. Das soll sie darstellen mit ihrem Hund. Das ist richtig süß. Richtig cool. Und dann habe ich auch noch ein Goodie gekriegt. Noch eins. Und zwar dieser mega niedliche Gummibär. Der glitzert total toll in so einem niedlichen Pink als so kleiner Anhänger. Charme, sage ich mal. Oh, es riecht alles so extrem nach dem Squishy, aber es riecht schön. Und meine Bestellung kam in so einer Tüte, die ich natürlich auch aufheben werde, weil die kann man immer gebrauchen. Und dann packe ich das mal aus. Ich denke mal, dass ihr sowieso alle ihren Kanal kennt. Und von daher werdet ihr auch das Craft-Update gesehen haben, das sie dazu hatte. Und, oh ja, die sind mega süß. Die gefallen mir richtig gut. Ich finde, die Swanke, die hat so einen ganz eigenen kreativen Stil, was manchmal leicht verspielt ist und sehr, ja, bunt und exotisch, nicht bunt und kawaii. Aber die Dinge, als sie die denn in ihrer Shop-Vorstellung, ihren Craft-Update gezeigt, habe ich mich so verliebt. Guckt doch mal bitte. Guckt euch doch mal diesen geilen Anhänger an. Die Perlen dazu, die da so mega gut zu passen. Und hinten ist der dann beglimmert. Das macht sie eigentlich, glaube ich, fast immer so. Und ja, der ist so süß. In den habe ich mich richtig verliebt. Und weil ich auch nicht dran vorbeigehe, ich habe mich erst zwischen den beiden entscheiden wollen, aber es ging einfach nicht, habe ich den dann halt noch dazu. Der hat dann auch hier die gleichen Charms dran und die Perlen. Und dann ist der halt mit einer schwarzen Katze, aber auch mit Rot gehalten. Und diese beiden habe ich mir einfach mal gegönnt. Diesen Monat, weil ich die so zucker, zucker süß finde. Ja, ich habe mich total verliebt. Die Sticker schon allein sind so der Hammer. Und ja.
Also der Action hat ja auch neue Katzensticker und falls es da jetzt jemanden gibt, der da gerne mit rum experimentiert und sagt, ja, ich habe da Bock, die einzugießen, dann könnt ihr euch ja mal mit mir in Verbindung setzen über meine E-Mail-Adresse. Mein Kater spielt hier gerade neben mir mit meinem Ü-Ei. Und ja, und dann könnt ihr euch ja mal mit mir in Kontakt treten per E-Mail gerne und dann da würde ich gerne auch noch ein paar Resin-Teile von haben, von diesen neuen Acrylsticker heißen die so, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, und weil ich ja so katzenbekloppt bin und das so teilweise sammle und das wird jetzt auch an mein Bäumchen kommen hier in mein Bastelzimmer und ich bin einfach katzenbekloppt. Ja, und deswegen durften die mit. Ich bedanke mich bei dir ganz lieb, liebe Swantje. Und auch für die Goodies, das hat mich richtig gefreut, dass du mir da noch was Süßes mit zugepackt hast. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn der Kleine hin? Ach da. Gar nicht gesehen. Untergegangen in meinem pinken Wirrwarr hier. Ja. Ich danke dir, wie gesagt, ganz dolle. Euch rate ich es mal, ihr werdet es schon alle tun, aber mal bei ihr auf die Seite zu gehen. Sie hat total tolle, süße, neue Sachen gemacht. Und da wird bestimmt der ein oder andere auch fündig wie ich. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüssi, euer Charlie.